Aber vielleicht für den gemeinen Zuschauer, der sich das hier vielleicht bei YouTube ansieht oder auf irgendeiner anderen wunderschönen Plattform hört, erzähl doch mal kurz einen Schlag aus dem Leben. Also, warum bist du denn eigentlich hier und was ist deine Jobaktivität? Ja, also, ich bin wunderschöne 32 Jahre alt. Ich habe studiert Vermessung im Bachelor und danach Geoinformatik im Master, und zwar in Dresden. Und dann habe ich danach, währenddessen habe ich dann schon angefangen, bei dir in den Kanal reinzuschauen immer mal. Haben Sie Scheiße gebaut. Die ganze Zeit. Und nach dem Studium habe ich dann in Dresden an der TU angefangen zu arbeiten. Mein ersten Job im Studium, Forschungsprojekt. Ja, und dann nach so anderthalb Jahren bin ich weiter im öffentlichen Dienst geblieben, habe gewechselt an eine Bundesbehörde, an eine wissenschaftliche Forschungseinrichtung des Bundes. Und da bin ich jetzt seit 3 Jahren bald tätig. Der feine Pinkel bei der Bundesbehörde. Naja, es klingt hochtrabender, als es ist. Ja, I know. Hast du denn an der Fakultät für Geodäsie und Kartografie das gemacht in Dresden? An der HTW, ja. Also nicht an der TU, aber... Ach so. Okay, dann sind alle meine Fragen weg. Schade. Aha, sorry. Alles gut. Ich hätte gedacht, wir können uns ein bisschen darüber unterhalten, wie es an der TU ist, weil ich war ja an dieser Fakultät. Ja, da muss ich dich leider enttäuschen. Aber also ich habe auch nicht an der TU da gearbeitet, an der Fakultät. Ich habe bei den Verkehrswissenschaftlern gearbeitet dann. Mhm. Und versucht da was zu machen. Wie ist das denn, also wie bist du denn da hingekommen? Also das ist ja immer so eine Frage in einem, das hatte ich ja auch mal in der Studienberatung. Was wollen Sie denn studieren? Wo fühlen Sie sich komfortabel? Also wie bist du denn auf den Trichter gekommen, das zu machen? Ich habe auch nicht so den geradlinigsten Weg da hinter mir. Nach dem Abitur habe ich erstmal angefangen, Chemie zu studieren, so 2 Semester. Und habe das aber eher so hobbymäßig gemacht und war eher weniger in der Uni, sondern woanders unterwegs. Eher so abends. Wie das so ist, gibt es ja dann an der Uni häufig so zu viele Praktikumsplätze in den Laboren. Und es gibt aber deutlich mehr Leute, die so eine Klausur schreiben. Naja, und Klein Christoph hat sich gedacht, och, läuft schon. Und wie zu erwarten, hat er keinen Platz im Praktikum ergattert. Und insgesamt hat das nicht so ganz gepasst. Und dann habe ich durch meine Eltern, die haben gesagt, so Junge, jetzt such dir was aus, worauf du Bock hast. Weil Chemie war auch so die Entscheidung, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hatte Chemie-LK im Abi, dann machst du halt erstmal das. Und da haben die ein paar Freunde eingeladen, die haben von ihrem Job so erzählt. Unter anderem war einer öffentlich bestellter Vermessungsingenieur. Und der hat mir dann von seinem Job so erzählt und das war ganz interessant. Und dann habe ich ein paar Monate bei dem dann, bin ich dann so mitgelaufen, bin rausgefahren, habe dann da an den Vermessungsgeräten mit unterstützt, so halt IWI-Tätigkeiten gemacht. Und dann habe ich mich eingeschrieben für Vermessung. Das hat dich abgeholt, ja? Das hat mich abgeholt, ja. Okay. Das ist schön, also so richtig draußen sein den ganzen Tag und so was tun mit den Fingers. Ja. Das war schon ganz geil. Ja. Und dazu halt gab es halt auch Abwechslung dann halt im Büro, das ganze Zeug wieder auszuwerten. Das hat mich damals abgeholt, ja. Okay, cool. Mit wie vielen Jahren bist du denn rein in das Studium dann? 2019 habe ich Abi gemacht. Ja, 2009. Mit 20 habe ich dann den Bachelor für Messung angefangen. Oh ja. Ich wollte gerade sagen, 2019 wäre ein bisschen komisch gewesen, du. Ja. Was hast du denn so alles im Studium? Also ich habe ja, bei mir war es ja noch das Diplom, also bei mir ging das ja ein bisschen länger. Was hast du denn alles so gemacht? Also du hast ja quasi die Kurzform gekriegt vom Studium.
Ja, also ich habe mir auch im Bachelor, habe ich mir auch 5 Jahre Zeit gelassen. Und fängt halt an bei Mathe 1 und 2, Physik 1 und 2. Genau, vor allem Physik. Ja, da kann man sich auch mal einen dritten Versuch gönnen. Ja. Ach so, ja, verstehe ich. Ne? Und naja, aber sonst geht es dann halt direkt los mit Mess- und Auswertetechnik, also mit und Instrumentenkunde. Instrumentenkunde halt, wie haben die angefangen überhaupt zu messen? Welche alten Geräte, analogen Geräte haben die damals vor 30, 40, 50 Jahren benutzt? Wie gut sind die Geräte? Wie genau kann ich mit diesen Geräten arbeiten? Und ihr wundert euch erstaunlich genau. Und bis hin dann so halt zu den heutigen digitalen Laser-Entfernungsmessgeräten, Winkelmessgeräten, was man halt so dann benutzt. Und ja, dann kommt dann halt noch dazu, eben halt ja Mess- und Auswertetechnik, Instrumentenkunde hatte ich gesagt, so ein bisschen Kartografie so nebenbei. Ne? Man soll ja wissen, wie man sowas darstellt auf so einer Karte. Man kennt es nebenbei. Ja, das war wirklich nebenbei. Also. Andere studieren dafür. Ja. Und ja, das ist, ich darf das gar nicht so despektierlich sagen, meine Freundin hört zu und die hat auch Kartografie im Bachelor studiert. Also. Aha. War sie an der TU? Nee, auch an der HTW. Alter, was denn da los, ey? Ja. Wieso geht ihr denn alle nicht zu dieser geheimen Fakultät nach da oben? Ja, weil damals wusste ich das nicht so mit der Uni und also zumindest in Dresden. Ja. Und naja, nach meinem Missgriff vorher mit Chemie dachte ich mir so, naja, Uni, so theoretisch, wird es vielleicht ein bisschen mehr praktisch machen. Und dann bin ich halt an einer FH gelandet, zweimal. Hast du, bist du so gut durchgekommen oder sah das eher alles aus wie in Physik? Mal so, mal so. Kommt drauf an, ne? Also Physik, Mathe und so war ja halt auch dabei. Mathe ging ganz gut. Und dann halt so Informatik war überhaupt kein Problem. Voll easy. Und also Grundlagen der Informatik. Halt so ein bisschen Programmieren lernen und ein bisschen HTML und so. Und so wirklich easy stuff. Und dann gab es dann noch Fotogrammetrie und Fernerkundung. Nahbereichsfotogrammetrie. Das war auch ganz geil, das hat Spaß gemacht. Aber nur im Bachelor. Im Master hat das keinen Spaß gemacht. Ja, okay, gut, dann sind wir uns einig, ja, gut. dann gab es, was haben wir noch gemacht? Wir haben noch Laserscanning gemacht in der Fotogrammetrie. Ja, und halt Ingenieurvermessung. Also wirklich Industrievermessung auf ein Zehntel Millimeter oder weniger, Dinge vermessen, Maschinen einmessen, an die richtige Position bringen, Ebenen also die Ebenheit von Oberflächen bestimmen, ja, sowas in die Richtung, aber auch Trassierung. Also wenn du mit der Bahn fährst, dann ist das halt auch schon ordentlicher Mess- und ja, Rechenaufwand, da die Kurvenradien zu berechnen, zu bestimmen. Oder aber auch eben halt in der Örtlichkeit zu sagen, da kommt jetzt die Schiene hin und da nicht. Das ist auch schon ein bisschen aufwendiger. Aber das war auch ganz geil, das hat Spaß gemacht. Ist schon krass, wenn man sich das so vorstellt, wenn man das so täglich benutzt und einige Menschen sagen einfach so, ja, baut doch einfach mal das Netz aus. Und dann sitzen halt Menschen dahinter und die schwitzen halt irgendwie ihr halbes Leben lang, dass das irgendwie einigermaßen funktioniert. Genau. Ja. Und ein ganz großer Teil, der halt auch nicht so richtig viel Spaß gemacht hat, war halt, du wirst es sicherlich auch kennen, Statistik, Ausgleichungsrechnung. Oh. Ja, das hat. Ja, auch absoluter Liebling bei mir gewesen. Ich verstehe. Ja, Ausweisrechnung war, oh ja, doch, habe ich richtig gefeiert, war in keiner einzigen Vorlesung. So gut war das. Ja, also das konnte ich leider nicht tun, weil wir haben dann halt ab und zu mit den Professoren auch zum Mittag in der Mensa gesessen und gequatscht. Da ist das aufgefallen. Ach so. Ja, na, deswegen sollte man auch nie mit seinen Professoren sich gut verstehen, außer die schaffen die ja Hiwi-Stellen. Ja. 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 Und
Und wie, wie hast du dann, also was hast du denn so nach deinem Bachelor gesagt nach 5 Jahren? Also bezüglich des Masters so, da warst du dann gehuckt und hast gesagt, so jetzt will ich noch schlauer werden oder wie? Ja, genau. Beziehungsweise ich habe mir auch so angeguckt, was gibt's denn so für Jobs da draußen und was macht das halt für einen Unterschied am Reibwert zwischen Daumen und Zeigefinger, ne? Ja. Das lohnt sich halt. Auch unter dem Gesichtspunkt. Und es macht halt auch, hat auch Spaß gemacht. So. Hatte Bock. Okay. Und um das halt mal so zu sagen, ne, wenn man jetzt mal auf den öffentlichen Dienst bezogen, mit einem Bachelor schafft man es halt maximal in den gehobenen Dienst, also in die Entgeltgruppen 10 bis 12. Und mit einem Masterabschluss ist es halt der höhere Dienst und dann ist es halt die Entgeltgruppe Einstieg E13 bis 14, 15 oder weiter. Je nachdem, wo man landet. Was bedeutet das denn für Menschen, die damit nichts anfangen können? Also in der Entgeltgruppe 14 sind das in Stufe 3, also man hat, ich greife ein bisschen vor wahrscheinlich, ne? Aber ist nicht schlimm. Wenn du halt anfängst im öffentlichen Dienst zu arbeiten, dann bekommst du eine Entgeltgruppe und innerhalb dieser Entgeltgruppe steigst du Erfahrungsstufen auf. Diese Erfahrungsstufen steigst du auf nach der Anzahl an Jahren, in denen du drin gewesen bist. Also steigst beispielsweise in die Entgeltgruppe 14 Stufe 1 ein, dann bleibst du ein Jahr in der Stufe 1, kommst in Stufe 2, bleibst 2 Jahre in Stufe 2 und dann in die Stufe 3 nach 3 Jahren und so weiter. Okay. Also wie ein Rollspiel quasi mit Erfahrung. Ja, genau. Gut. Für die Gamer da draußen. Ja, genau. Und in der Stufe 3 sind das im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, also Kommunen und Bund, sind das netto 3.000. Du hast ja alles hier parat, Mensch. Ja. Lass uns doch mal kurz, nachdem du, danke, das schon mal ausgeführt hast, lass uns doch mal kurz zurückkommen zu deinem Master. Ja. Was ist denn deine Master-Titulierung jetzt? Ich bin sehr gespannt, das klingt immer so hochtrabend. Also ich bin Master of Engineering und der Studiengang hieß Geoinformatik Management. Geoinformatik Management. Genau. Okay. Ja. Was kann man sich denn dann unter Geoinformatik Management vorstellen? Weil das klingt jetzt nicht mehr so, als wenn man draußen ist. Ja, genau. Also ich habe mein Bachelor habe ich an der FH in Bochum absolviert und dann habe ich mich umgeguckt, wo muss ich denn jetzt nicht so unbedingt viele Klausuren schreiben, sondern komme auch durch mündliche Prüfungen durch. Und Master sollte es dann schon sein. Also habe ich mich für Dresden entschieden. Klang auch thematisch, passte das auch ganz gut. War ein bisschen mehr Programmieren so mit dabei, da hatte ich Bock drauf. Und ich hatte auch ein bisschen mehr Bock auf so den ganzen Eisenbahnvermessungskram. Ne? Also Trassierung und so. Und genau, dann habe ich mich da beworben, eingeschrieben und hatte dann eben die Wahl so zwischen verschiedenen Wahlpflichtfächern. Das war einmal aber auch wieder noch ein bisschen mehr Statistik. Das habe ich dann nicht gemacht. Da ging es dann eher in Richtung Content-Management-Systeme, Webanwendung war das andere Wahlpflichtfach im ersten Semester. Also auch so ein bisschen Programmieren und wie funktioniert das alles mit dem Internet. Internettechnologien war tatsächlich einfach. Wirklich, wie funktioniert das Internet? Wie kommt mein Datenpaket von mir zu dir und wieder zurück? Oder von der Webseite? Wie kriege ich die Inhalte einer Webseite auf meinen PC? Wie funktioniert das? Ehrlich gesagt, ist das, glaube ich, gar nicht so doof, dass man das lernt, oder? Ja. Also für uns klingt das jetzt natürlich super banal, weil ja, wir sitzen hier und konsumieren das, aber du hast ja, glaube ich, dann schon noch einen tieferen Einblick dazu bekommen, oder? Ja. Also ist natürlich auch so ein bisschen her und viel Halbwissen hängen geblieben. Aber ja, genau. So es hilft tatsächlich auch in der täglichen Arbeit auch ab und zu oder auch beim Verständnis von Dingen, die im Internet passieren. Ja, aber guck mal jetzt mal. Ich habe gerade so wieder so einen Moment.
wo ich mir denke, ey, super krass, also da sitzt irgendwer am anderen Ende der Halbkugel und kann in wenigen Sekunden mit dir reden. Und das fliegt ja durch die Luft quasi. Ja. Total. Das ist schon krass. Ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, okay. Ich hatte bloß gerade mir so ein, oh, das ist ja geil eigentlich. Wie lange hast du denn gebraucht für deinen Master? Den habe ich dann, warte, 4 Semester, ne? Ja, 2,5 Jahren habe ich den dann durchgezogen. Wow, das ist aber schnell. Also hast du 6,5 Jahre studiert? Nee, 7,5. Genau, 7,5 Jahre, genau. Mit 27 war ich fertig. Oh, ist doch top. Ich war auch mit 27 fertig. Oh. Stark. Also ich meine, ist doch gutes Alter, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, klar, keine Ahnung. Der Traum, die Traumvorstellung der Gesellschaft oder derjenigen, die meinen, dass das die Traumvorstellung der Gesellschaft sein müsste, sagen natürlich immer, je früher man fertig wird, umso besser. Aber dafür weiß ich, worauf ich Bock habe, ne? Und dafür habe ich andere Erfahrungen gemacht, die andere nicht gemacht haben. Ja. Ja gut, aber Menschen wollen ja auch, dass du mit 27 schon 28 Jahre Berufserfahrung hast. Ja, genau. Also, ne? Wie war denn dann dein Werdegang, nachdem du fertig geworden bist? Also hast du schon immer angestrebt, in den öffentlichen Dienst zu gehen, oder? Nee, ich habe immer gedacht, so, boah, öffentlicher Dienst, ey, nur so rumsitzen und so, keine Ahnung, habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. Voll, also, nee. Und dann ist es halt gekommen, wie es kommen musste. Meine Professorin an der HTW, ihr Sohn arbeitete auch an der TU als wissenschaftlicher Mitarbeiter und die suchten irgendwie jemanden, der Ahnung von Geoinformationen hat oder Geoinformatik. Dann hat sie gesagt, hier, sie sind doch bald fertig. Sagen Sie doch mal, wäre das nicht was für Sie? Bewerben Sie sich doch da mal. Und dann habe ich mich da beworben und bin da reingerutscht. Und mehr gab es dazu nicht? Nö. Also war halt so, ja, also ich hab dann hingeschrieben, so, sehr geehrter Herr, sowieso, wie sieht's denn aus? Ich würde mich gern da mal bewerben und sagt, das war dann ihr Sohn. Und der sagte, ja, hier, komm dann und dann mal vorbei, stellst du dich mal vor bei meinem Kollegen und schaust dir das hier einfach mal alles an. Dann bin ich da hingegangen, der hat mir eine Führung durch die Labore gegeben, so ein bisschen erzählt, was die da so machen und so ein bisschen gefragt, womit ich mich so auskenne. Und hat gesagt, so, dann klang das alles ganz gut und wir haben uns gut verstanden irgendwie auf den ersten Schnack. Und dann, wie war das noch? Sollte ich auf jeden Fall mal meinen Lebenslauf schicken. Und, okay, du, ich wollte gerade fragen, musstest du nicht mal was einreichen? Ja, Moment. Und dann sollte ich noch mal so ein, so pro forma, sollte ich doch noch mal ein Anschreiben machen, also ein Bewerbungsschreiben. Ja. Und dann ein paar Tage später habe ich dann den Vertrag im Kasten. Im Kasten? Ey, das ist halt, das wäre so ein typisches Beispiel für Vitamin B, oder? Ja, und einfach Glück gehabt. Ja. Ja. Aber dafür hast du ja nun mal auch 7,5 Jahre studiert, ne? Und ich denke mal, die würde ich ja nicht ohne Grund vorgeschlagen haben. Also du musst ja irgendwas geleistet haben vorher. Ja. Also von daher, also. Ich würde da nicht von Glück sprechen. Das ist ja, also hast du ja erarbeitet. Ja. Quasi. So kann es gehen. Dann bist du, dann hast du welche Position da ausgefüllt und warst du dann gleich im öffentlichen Dienst? Also bist du, wenn du Hiwi bist, im öffentlichen Dienst? Nee, du bist ja keine Hiwi mehr dann, oder? Nee, genau. Du bist dann halt wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ja, also genau. Du bist dann an der Universität über den Tarifvertrag der Länder angestellt. Ja. Und startest da in der Entgeltgruppe 13, Stufe 1. So, also gleich im höheren Dienst als Master-Absolvent im Forschungsprojekt. Und was hast du da dann gemacht, wenn man fragen darf? Klar, also ich habe dann war damit betraut, unter anderem Positionierungsalgorithmen für GNSS-Positionierung zu schreiben und umzusetzen. Also okay.
also so, ne, oben fliegt der GPS, Galileo, GLONASS-Satellit, und ich habe einen Empfänger unten auf der Erde und der empfängt diese Signale, wertet die aus. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen, die Nullen und Einsen, also wirklich die Nullen und Einsen, hin und her zu schieben und daraus eben halt die Messergebnisse zu machen, die ich dann in meine Ausgleichung packe, damit ich am Ende des Tages eine Positionsbestimmung, eine bestimmte Position hier auf der Erde habe. Ja. Genau. Ich muss gerade das mal kurz sacken lassen, weil es ist halt noch alles so von früher. Also ich habe schon lange nicht mehr damit was zu tun gehabt, aber es erfüllt mich gerade schon wieder mit Freude und ich finde gerade raus, warum ich das eigentlich studiert habe. Weil das schon ziemlich schön ist. Also hast du denn auch an der Darstellung dafür gearbeitet oder ist das wirklich nur der Hintergrund gewesen? Der Auswertung? Hauptsächlich die Auswertung. Also ich habe auch so ein bisschen so eine kleine Oberfläche mit einer kleinen Oberfläche programmiert, wo man eben halt zum Beispiel dann eben eine Karte hintergelegt hat, also von Kartenwebdienst eingebunden und darauf dann eben die Position eingezeichnet, mehr nicht. Und wie lange hast du das denn gemacht? Also du bist ja dann quasi in Dresden geblieben. Genau, dann bin ich in Dresden geblieben. Also im Herbst 2017 habe ich da angefangen an der Uni. Ja. Und bis April 2019 bin ich da geblieben. Dann habe ich gekündigt. Und also, nachdem ich meinen neuen Job hatte, habe ich dann an der Uni gekündigt, ja. Okay. Und wie kam es bei dir zum Jobwechsel? Hast du irgendwann keinen Bock mehr gehabt oder war Projekt vorbei oder? Ja, also das ist ja auch an der Uni, ist das ja auch immer super schwierig. Ne? Ich habe also bei der Finanzierung von so wissenschaftlichen Mitarbeitern, meistens sind solche Leute zu 50%, also die haben eine Stelle und werden aber nur für die Hälfte der Arbeitszeit bezahlt. In der anderen Hälfte der Arbeitszeit sollen diese Leute in der Regel ihre Promotion, ihre Doktorarbeit schreiben. Ja. Und irgendwie musste ein Thema finden und ich habe es probiert. Ich habe nicht so richtig ein Thema gefunden und die Umstände mit dem Professor und den anderen Mitarbeitern dort war jetzt nicht so super und meine Aufgaben waren oder das, was ich zu tun hatte, hielt sich auch sehr in Grenzen. Und da habe ich gesagt, ne, so kann es nicht weitergehen. Suchst du dir was anderes. Also da hatte ich der Job irgendwann einfach nicht mehr erfüllt. Genau. Okay. Ja. Und aber vielleicht noch so zu diesen Verträgen als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Bei uns war das eigentlich ganz, ganz fair, dass sie die Leute schon zu 100% eingestellt haben. Mhm. Also die Arbeitszeit voll bezahlt. Das Schöne ist dann nur, dass man dann häufig dann so ein Konstrukt hat, wo man zu 50% aus dem einen Forschungsprojekt bezahlt wird, zu 10% aus dem zweiten, zu 15% aus dem dritten und die restlichen paar Prozente teilen sich dann auch noch auf ein oder zwei Forschungsprojekte auf. Also wird quasi mit Zahlen rumjongliert, damit das passt. Ja, genau. Okay. Genau. Und so habe ich in den anderthalb Jahren irgendwie 7 Änderungsverträge zu meinem Arbeitsvertrag unterschrieben, damit ich immer eben 100% Vertrag habe. Ja, aber ist doch cool. Dann haben sie sich ja wenigstens darum gekümmert, um euch. Ja, ja. Das muss man schon sagen, das war ganz gut. Das ist nicht überall so. Ich kenne das aus dem Bekanntenkreis, die da halt echt auf einer 50%-Stelle hocken und wirklich knechten und dann auch bis nachts und weit in den Abend rein da noch irgendwas fertig machen müssen. Und nebenbei halt noch irgendwie die Lehrveranstaltung für die Studenten vorbereiten, halten müssen oder ein Laborpraktika vorbereiten müssen, die kontrollieren müssen, Klausuren schreiben müssen und kontrollieren müssen. Und hast du das auch gemacht? Nee, das habe ich nicht gemacht, weil ich auch da quasi fachfremd war an der Fakultät. Die haben sich da hauptsächlich mit irgendwie Funk und so einem Zeug ausgetobt. Da war ich raus. Ah, okay. Genau. Und wo hat es dich dann hingezogen?
Genau, und dann hat es mich gezogen eben an diese wissenschaftliche Forschungseinrichtung des Bundes, eines Bundesministeriums. Ja. Genau, in den Bereich des Geodatenmanagements. Oh, Genau. jetzt klingelt's. Jetzt, ja, ne? Also, man, ja, das ist, also meine Aufgabe ist es da im Prinzip, ja, IT-Projekte umzusetzen. Also irgendwer im Haus erstellt Daten, macht eine Karte beispielsweise oder mehrere und möchte die gerne in einer Webanwendung im Internet präsentieren. Ja. Also kümmere ich mich darum, eben halt diese ganzen Steuerelemente, Darstellung, Aussehen, Layout, Funktionalitäten textlich so zu beschreiben, dass ein Dienstleister weiß, was er damit tut, um das dann umzusetzen. Genau. Kannst du dafür vielleicht ein Beispiel geben, was vielleicht für andere einsehbar ist, dass sie sich das vorstellen können? Oder das zumindest bildlich mal beschreiben? Ja, also stellt euch Google Maps halt vor oder OpenStreetMap. Ja, also da gibt es halt bestimmte Standards, wie solche Karten über das Internet ja angeboten werden, wie man sie benutzen kann. Und dieses Drumherum der Webanwendung, also zum Beispiel bei Google Maps, den Suchschlitz, die Funktion des Suchschlitzes, die Darstellung der Suchergebnisse, die Funktionalitäten des Rein- und Rauszoomens mit Mausbutton, also mit dem Mausrad oder mit den Steuerfeldern unten rechts in der Ecke, diese Position unten rechts in der Ecke. Also sowas ist in solcher Leistungsbeschreibung zu beschreiben. Und dann geht der Dienstleister hin und setzt das. Okay. Und das ist quasi dein Job aktuell. Genau. Das ist ein Teil meines Jobs und der andere Teil ist ebenso ja die Umsetzung eines Gesetzes. Das ist ein Gesetz, das sich damit beschäftigt, dass Daten, die in der Bundesrepublik Deutschland gewonnen wurden, eben der Allgemeinheit oder zur Verfügung gestellt werden können. Also da muss man nach dem Gesetz, wenn man eben so eine Untersuchung plant, dann muss man die bei der zuständigen Behörde anzeigen. Man muss sagen, hier, Achtung, in 2 Wochen, da plane ich da und da folgende Untersuchung mit den und den Messmethoden, mit den und den Gerätschaften. Dabei werden voraussichtlich folgende Ergebnisse herauspurzeln. Hier, das mache ich. Und wie das, ja. Das ist der erste Teil. Und wenn dann eben diese Untersuchung gelaufen ist, dann sind die Durchführenden eben dazu verpflichtet, ihre gewonnenen Daten abzugeben. Und die zuständige Behörde ist dazu verpflichtet, eben diese Daten nachzuweisen und der Öffentlichkeit zu zeigen, dass diese Daten gewonnen wurden und wo sie gewonnen wurden. Genau. Und wie das halt so ist im Föderalismus, gibt es da entsprechend 16 Länder und den Bund, also 17 mal unterschiedliche Anforderungen in der Anzeige und ja, entsprechend 17 mal unterschiedliche Prozeduren auch in der Bereitstellung. Bist du denn noch draußen oder bist du jetzt ein Bürohengst geworden? Ich bin der volle Bürohengst. Also ist gar nicht mehr so, wie du dir das gedacht hast. Nee, nicht mehr so ganz, aber ist auch gar nicht so schlimm. Hat sich halt verändert. Okay. Also ist schon schön, sagst du, im Büro zu hocken am Schreibtisch. Ja. Ja, doch. Also klar, cool ist es auch draußen, ne? Also wenn ich die Wahl hätte, irgendwie einen Job zu nehmen, wo ich, glaube ich, die Abwechslung hätte zwischendrin am Schreibtisch zu sitzen und draußen was zu machen, ich glaube, ich würde das mit dem draußen wählen. Ich glaube, ich würde das mit dem draußen wählen. Ich meine, du bist ja noch jung, ja? Vielleicht kommt das ja noch mal. Ich hoffe. Aber du wirst ja, glaube ich, einen relativ safen Job haben, oder? Ja, absolut. Also, wenn ich nicht die goldenen oder die silbernen Löffelchen klaue, dann sitze ich da bis zum Ende meiner Tage.
Okay. Wie ist das denn so in deinem Kopf bis zum Ende deiner Tage? Also, findest du das okay? Also, kannst du dir vorstellen, das wirklich bis zum Rest deines Lebens zu machen? Also, das kommt drauf an, ne? Das ist halt, aktuell bin ich eben Tarifbeschäftigter und es bestünde auch die Möglichkeit, verbeamtet zu werden. Wenn man eben halt Beamter ist, dann ist es halt schwieriger, irgendwie zu wechseln. Also klar, man kann seinen Beamtenstatus wieder an den Nagel hängen, und so weiter, aber ob man das dann will, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, was ich damit sagen möchte, ist halt, man muss sich dessen bewusst sein, dass man dann halt da schon länger sitzt. Und ich glaube, das ist aktuell nicht so das, worauf ich Bock habe. Okay, ich verstehe. Also strebst du die Verbeamtung nicht an? Nicht mehr. Sagen wir so, nicht mehr. Also Okay. ich. Nee, es gab mal eine Zeit, da hätte ich da schon Bock drauf gehabt. Ich meine, das bedeutet halt noch mal ein krass mehr Stück Sicherheit, ne? Also du, gerade wenn man so an das Ende seines Berufslebens denkt, ist das schon ein deutlicher Unterschied. Ja. Was hast du, also hast du so Träume, wo du noch mal hin willst jetzt mit deinem Job, den du so gelernt hast? Also ich würde noch mal, ich würde, ich fände es mega geil, bei der Deutschen Bahn zu arbeiten, irgendwie so Vermessungskram zu machen oder halt Software-Engineer zu sein oder so. Okay. Also du möchtest noch mal ein paar Schienen bauen, ja? Ja, fände ich geil. Ich wollte nämlich schon fragen, ob du damit noch was zu tun hast, so. Nee, aber ich gucke immer wieder, ob es Stellen gibt und versuche mein Glück. Ah, okay, du bist. Oh, cool. Also, ja, ich bin aktuell auch nicht so zufrieden, von daher bin ich eh so ein bisschen so halbwegs auf dem Sprung. Okay. Und also woher kommt das denn mit der Bahn? Also, dass du da so Bock drauf hast? Bist du so, hast du Modelleisenbahn zu Hause? Klingt super bescheuert. Oder gehst du Züge angucken? Oder also woher kommt das? Nee, so also gar nicht. Also, keine Ahnung, das ist halt. Ist schon sicherlich zum Teil halt, ne, die Faszination Bahn an sich, Ja. denke ich. Aber halt so Modellbahn oder so habe ich nicht. Ich meine, als Kind habe ich mit so einer uralten Metallspielzeugeisenbahn von meinem Vater gespielt. Da steht original noch hinten drauf Made in US-Zone. Als Kind war das top. Vielleicht kommt das so ein bisschen daher. Ja. Aber nee, sonst so, also ich meine, das ist ja voll in Ordnung, wenn Leute da Bock drauf haben, aber so Züge gucken oder so, Trainspotting, und dann irgendwie da hinterher sein, welcher Zug oder welche Lok, welcher Baureihe irgendwo lang gefahren ist, das ist nicht so mein Ding. Ich glaube, es ist bei mir eher das allgemeine Interesse an Technik. Wie kann man sich denn, wo du das vorhin so gesagt hast, dass du im Büro hängst bist, wie kann man sich denn bei dir so einen ganz stinknormalen Tag im öffentlichen Dienst vorstellen? Uff. Also, Wenn es sowas denn gibt. ich stehe um 6 Uhr auf. Okay. 6:30 Uhr schalte ich hier zu Hause den Laptop an und logge mich ein, stempel mich ein und fange an, E-Mails zu lesen, die so halt seit dem letzten Tag so aufgelaufen sind, und guck, was ich draus machen muss. Wenn mein Chef dann wieder irgendwie was möchte, dann ist das meistens am besten gestern erledigt gewesen zu sein. Und ja, dann ist das so mit eins der ersten Dinge, die ich zu erledigen habe. Und ansonsten habe ich die meiste Zeit des Tages irgendwelche Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen. Also das ist so das Hauptding, womit ich mich rumschlage im Moment. Ja, aber warte mal, wenn du E-Mails liest und Telefonkonferenzen machst, dann machst du ja eigentlich gar nicht das, was du gelernt hast, oder verstehe ich das gerade falsch?
Richtig. Hä? Aber Ja, die das ist Menschen. halt, also das ist halt, du, so ein Projekt, was ich vorhin beschrieben habe mit dieser Leistungsbeschreibung, das ist halt schon so eine gewisse Zeit, ist das was, wo man, was man halt schon so abarbeiten kann, ne? So Funktion für Funktion zu beschreiben, Tag für Tag, dann eben halt, hast du halt Zeit dafür oder brauchst auch die Zeit dafür. Und so ein Arbeitstag wird halt super oft durch diese blöden Videokonferenzen einfach auseinandergerissen. Da sitzt du da halt so 1,5 Stunden in so einer Konferenz, musst dich da irgendwie eine halbe Stunde so geistig und auch thematisch drauf vorbereiten, das danach halt nochmal so eine Viertelstunde auch nachbereiten. Und dann fängt schon die nächste an. Und dazwischen hast du halt keine Zeit, dich um deine sonstigen Aufgaben zu kümmern. Das funktioniert halt einfach nicht. Also theoretisch müsstest du jeden Tag Überstunden machen, damit du das schaffen kannst. Ja. Aber da wir ja im öffentlichen Dienst sind, macht es halt auch nichts, wenn das halt einen Tag später fertig wird. Also, Ah, ne, ja. mit Mittagspause ist die Arbeitszeit 8 Stunden und 18 Minuten. Das heißt, wenn ich 6:30 Uhr anfange, 14:48 Uhr kann man den Stift fallen lassen. Und dir kann keiner was. Das ist, also das ist okay. Das, also diese Vorstellung alleine. Also jetzt nach 9 Jahren der Selbstständigkeit ist das so, was? Wie? Stift fallen lassen? Ja. Sagst du, oh, lohnt sich das noch, die letzten 12 Minuten was Neues anzufangen? Nee. Machst du morgen. Nee. Also das ist so öffentlicher Dienst, ja? Ja, oder man geht dann halt nochmal, wenn man dann im Büro ist, mal zu seinem Nachbarn und quatscht mit dem eine Runde oder so. Das dauert dann halt auch mal eine Weile. Man hat sich ja viel zu erzählen seit dem Tag davor. Ja. Oh Mann, ey. Okay. Und Ich habe der ganzen Sache jetzt entnommen. Also, nee, erzähl du zuerst. weil ich es hier gerade im Chat lese, ne? Und man muss ab einer bestimmten Anzahl Überstunden weitere Überstunden beantragen. Also ich darf irgendwie maximal 40 Überstunden ansammeln, dann kriege ich einen bösen Anruf von meinem Vorgesetzten, dass ich gefälligst nicht so viele Überstunden zu machen habe. Und die dann auch gefälligst abzubauen habe. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass Überstunden angeordnet werden. Also dann muss ich halt Ja. bis 10 Stunden am Tag muss ich dann halt dann Dinge erledigen und dann ist aber halt nach den 10 Stunden maximale Arbeitszeit halt so auch Schluss. Und wie oft kommt sowas vor? Also mir wurde das noch nie angeordnet. Ach so. Okay. Gut. Also öffentlicher Dienst ist so für gemütliche Menschen, oder? Ich glaube, es kommt immer ein bisschen auf die Behörde an oder auf die Einrichtung an, wo man ist. Es gibt auch bei mir durchaus anstrengende, stressige Tage, wenn meinem Vorgesetzten wieder einfällt, ach, das hätte ich vor 3 Wochen schon irgendwie Rückmeldung machen müssen. Machen Sie mal schnell einen Vortrag. Frist, Dienstschluss heute. Ja. Dann muss man halt alles stehen und liegen lassen und dann halt auch mal springen, ne? So, das kommt auch vor und das kommt häufiger vor, als man sich das vorstellt Ja. oder das sonst so klingt im öffentlichen Dienst. Aber es ist halt schon in der überwiegenden Zeit so, dass man ja da ganz gemütliche und sehr geregelte Arbeitszeiten haben kann, wenn man das möchte. Und da willst du weg. Ja. Also, ne, auf der einen Seite ist das super beruhigend, super entspannend zu wissen, ich habe einen safen Job. Mir kann keiner was, solange ich nicht absoluten Mist baue. Und ich arbeite mich nicht kaputt. Super befriedigend, aber irgendwo ist das halt auch so ein Ding,
wo man sich dann, wo ich mich dann ab und zu schon mal frage, naja, keine Ahnung, so, eigentlich hast du es dir immer anders vorgestellt, so, ne, dass du halt schon irgendwie halt nicht immer, ne, so nach 8 Stunden 18 Stift fallen lassen, so kenne ich das von meinen Eltern oder zumindest von meinem Vater halt auch nicht. Ne? Der ist auch morgens um 6:30 aus dem Haus gegangen und kam abends um 19 Uhr wieder. Ja. Aber, also ich habe jetzt entnommen, ihr macht Homeoffice mittlerweile? Genau, seit der Pandemie gibt es bei uns auch mobiles Arbeiten. Ah, mobile, ja. Und, Telearbeit gab es vorher schon aktuell ist es so, also es gibt auch gerade neu wieder eine Dienstvereinbarung dazu, dass wir maximal 60% unserer wöchentlichen Arbeitszeit zu Hause oder in mobiler Arbeit verbringen können und zu 40% müssen wir ins Amt kommen. Okay. Das heißt dann, ne, 3 Tage egal wo und 2 Tage bist du im Büro. Aber ist doch cool, die Änderung, oder findest du nicht? Absolut, ist super. War auch vorher immer lange kritisiert worden, dass sowas halt nicht möglich ist. Und jetzt durch die Pandemie hat sich das, ist das echt cool. So. Bist du jetzt aktuell, also würdest du sagen, dass du sehr fleißig bist zu Hause oder denkst du, dass jetzt der Homeoffice dich ablenkt? Das macht keinen Unterschied. Ah, okay. Entschuldigung, es tut mir wahnsinnig leid. Ach, schön weiß. Öffentlicher Dienst. Es tut mir leid, dass ich lache, okay? Also. Kein Ding. Okay. Es macht keinen Unterschied, ja. Du, ob du dich 12 Minuten nur so unterhältst oder 12 Minuten so unterhältst, weißt du? Ja, eben, das ist es, ne? Ob ich, das ist etwas auch. Also klar, der Austausch mit den Kollegen und so, der kurze Dienstweg oder so, das geht schon irgendwie verloren. Aber ich muss nicht, es ist halt auch einfacher, wenn man sich eben halt zu 12 eben zusammen telefoniert in so einer Videokonferenz und nicht erst einen Besprechungsraum suchen muss im Haus. Ja, absolut. So. Bekommt ihr denn die Technik für euren Dienst zu Hause gestellt oder müsst ihr selber dafür sorgen? Genau, also bei Telearbeit kriegst du einen kompletten Arbeitsplatz zu Hause hingestellt, also Schreibtisch, Stuhl, Monitor, PC. Ja. Bei mobiler Arbeit, die ist eben, also Telearbeit ist halt dann auch dafür musst du halt auch ein eigenes Arbeitszimmer haben, das der Arbeitsstättenverordnung entspricht. Kommt dann auch dein Vorgesetzter vorbei und guckt sich das an, dass das halt alles seine Ordnung hat. Und im Unterschied dazu ist halt die mobile Arbeit, die halt ortsungebunden ist. Ja. Das heißt, da kriegst du eben halt ein Endgerät, ein Laptop und das war's. Das ist ja richtig krass. Also du brauchst für Telearbeit brauchst du wirklich einen eigenständigen Raum und der wird dann ausgestattet? Mhm. Und dann kommt das einer kontrollieren? Mhm. Und dann hast du quasi das, was du in deinem Büro hast, bei dir zu Hause? Mhm. Und da darfst du aber auch nur 60% drin sein oder darfst du Telearbeit komplett machen? Das kommt dann auf die Vereinbarung an. Also ich weiß aus dem Bekanntenkreis, dass einer mindestens einmal im Monat ins Amt kommen muss oder so. Oder einmal die Woche ins Amt kommen muss und ansonsten den Rest der Zeit Telearbeit hat. Oh, das ist ja super interessant. Ja. Also finde ich ehrlich gesagt gar nicht so doof. Nee, ist alles mega cool. Eigentlich so vom Gedanken her, ne? Und das ist, in anderen Behörden ist es halt auch dann häufig so, dass das halt Leute haben, die halt nicht direkt im Ort wohnen, wo die Behörde ist. Ja. Für die ist das halt super. Also grundsätzlich kann man ja schon sagen, also nehme ich jetzt mal an, also egal, ob das jetzt öde klingt oder nicht, aber man ist ja schon doch relativ gut abgesichert fürs Leben. Also jetzt in deiner Branche, ne? Das muss ja nicht in jeder Branche so sein. Hm. Ja.
Was? Okay. Aber ich finde das immer so schön, weißt du, Menschen gehen so studieren, 7 Jahre, 8 Jahre, 9 Jahre, dann gehen sie in den Job und machen irgendwie total andere Sachen. Ja. Mit denen sie eigentlich, was sie gar nicht gelernt haben. Da frage ich mich dann immer, das sind so die Momente, wo ich dann immer sage, warum bin ich denn studieren gegangen? Ja, also was man halt so merkt, so die thematischen Dinge, die ich im Studium oder jetzt vorwiegend auch im Master gelernt habe, das sind halt Dinge, die helfen für das allgemeine Grundverständnis von dem Ding, von dem Zeug, was ich mache. Aber halt das wie macht man, stellt man eine Leistungsbeschreibung auf? Mhm. Wie mache ich so eine Abnahme, wenn der Dienstleister das fertiggestellt hat? Oder wie schreibe ich einen Vermerk? Also Vermerk, das lernt man halt nicht im Studium. Also so ein Vermerk ist halt ein Schriftstück in einer Behörde zu einem Sachverhalt. Schreibt man ein Vermerk, wenn, weiß ich nicht, verschiedene Positionen gibt, und dann schreibt man da rein, was die Ausgangslage ist, was die Lösungsmöglichkeiten sind und welche Lösungsmöglichkeiten man empfiehlt, und legt das dann seinem nächsthöheren Vorgesetzten vor, damit er dann eine fundierte Entscheidung treffen kann. Mhm. So, und das sind halt alles so Dinge, so dieses Drumherum. Ja. Das habe ich weniger im Studium gelernt. Das ist halt jetzt so erst so in diesen letzten 3 Jahren passiert. Ah, wollte ich gerade sagen, du hast doch sicherlich, lernst du doch erst auf der Arbeit dein richtiges Arbeiten, oder? Ja. Ja, okay. Ich habe jetzt noch, also ich selber habe noch eine Frage, Chat, wenn ihr jetzt gerne noch Fragen an Trevirus habt, ich glaube, er würde sich bestimmt freuen, wenn ihr da noch was in den Chat reinknattert. Klar. Aber ich habe jetzt noch eine Frage, und zwar, weil du ja bei deiner Beschreibung für den Jobtalk angegeben hast, dass du Projektleiter bist. Hast du Menschen unter dir? Also, oder warum heißt das jetzt Projektleiter? Also. Also, das ist bei uns in der Behörde auch ein bisschen komplizierter. Also, es gibt die Behörde als Organisation, und darunter gibt es 4 verschiedene Abteilungen. Jede Abteilung ist aufgeteilt in Fachbereiche. Und jeder Fachbereich ist aufgeteilt in mehrere Arbeitsbereiche. Mein Arbeitsbereichsleiter hat keine Personalverantwortung. Die Personalverantwortung liegt bei der Fachbereichsleitung. Das bedeutet, total dämlich. Mein Arbeitsbereichsleiter kann mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Das kann eigentlich nur die Fachbereichsleitung. Die Arbeitsbereichsleitung ist so ein bisschen dafür da, theoretisch zu organisieren und vorzuschlagen, wer was macht, wer welches Projekt bearbeitet. Und die Fachbereichsleitung macht halt den ganzen Personalkram dazu. So kümmert sich darum, dass, weiß nicht, dass die Bewertungen, die jährlichen Bewertungen, für die leistungsorientierte Bezahlung gemacht werden, dass Mitarbeitergespräche gemacht werden, kümmert sich um die Einstellungsgespräche und so ein Zeug. Aber mein Vorgesetzter mischt sich da halt sehr tief auch in meine Arbeit ein. Und das führt halt zu viel Reibung. Ja. Verlusten. Und dementsprechend bin ich selber technischer Projektleiter. Ich habe ja, ich hab ja keine Führungs- und keine Personalverantwortung. Deswegen, die liegt ja bei meiner Fachbereichsleitung. Dementsprechend bin ich nur technischer Projektleiter. Also ich habe die ganze Arbeit. Ich muss das alles tun, aber mein Fachbereichsleiter sagt mir trotzdem, wo es lang geht. Oder meint, er weiß, wo es lang geht. Das ist schon sehr komplex, das Ganze. Also dieses Konstrukt. Ich hatte gerade wirklich auch zwischenzeitlich Schwierigkeiten, dem zu folgen. Mhm. Hast du das manchmal selber auch? Ja. Okay. Das ist halt, also ich weiß zwischendurch nicht,
an wen soll ich denn jetzt was schicken? Schicke ich es nur an meinen Arbeitsbereichsleiter oder soll ich es gleich an meine Fachbereichsleitung schicken? Darf ich Dinge tun oder kriege ich dafür einen auf den Deckel? So, das ist nicht einfach manchmal. Warte mal, du kriegst einen auf den Deckel, wenn du was machst? Ja. Also gerade wenn ich irgendwie in Abstimmung mit anderen Fachkollegen bin oder so, dann ist das schon vorgekommen, dass mein Vorgesetzter gesagt hat, so, nee, das geht so nicht, das müssen Sie nochmal zurückholen, da müssen wir nochmal intern drüber sprechen, bevor das in die andere Abteilung geht. So. Also, fass mir kurz zusammen, du stehst auf, liest E-Mails und hast Zoom-Meetings, ich nenne sie jetzt einfach mal Zoom-Meetings. Du kriegst einen auf den Deckel, wenn du zu viel arbeitest. Überstunden, wenn du zu viel machst, müssen beantragt werden. Und du darfst nicht zu viel machen, weil dann kriegst du auch Ärger. Ungefähr, ja. Okay. Ja. Und wie gesagt, ne, also eben bei diesen Leistungsbeschreibungen und Gestaltung von diesen Webanwendungen kommt es dann eben halt vor, dass sich mein Fachbereichsleitung eben halt so tief einmischt, dass wir über die Abstände in Pixelgröße zwischen verschiedenen Buttons diskutieren. Ja. Das ist halt nicht deren Aufgabe. Ich meine, auf der anderen Seite, weißt du, auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen geschmunzt habe, die Hierarchien und, sage ich mal, also Hierarchien und die organisierte Form, in der ihr da vorgeht, wurde ja nicht umsonst geschaffen. Also es ist natürlich für den Laien, der jetzt, sage ich mal, dort nicht unterwegs ist, in einem Ministerium, kann ja nicht jeder machen, was er will, oder? Also nee, richtig. Ja, ich meine, es ist witzig zu hören. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch seinen Sinn. Na klar, klar. Ne? Also es ist irgendwo, auf der einen Seite ist es halt schon sinnvoll, dass man den sogenannten Dienstweg einhalten soll. Also dass man halt ne, über seinen Vorgesetzten gehen muss und nicht halt einfach quer zum nächsten Vergleichbaren in der anderen Organisationseinheit. Ja. Aber es hindert halt auch häufig genug. Das glaube ich. Das glaube ich, ja. Und gerade dann, wenn man eben pragmatisch vorankommen möchte, pragmatisch Entscheidungen treffen möchte, grätscht einem das halt voll rein. Ja. Und hier kam eben auch von 1.1a die Frage, ob wir New Work oder so Organisationsentwicklung, es ist halt einfach super hierarchisch. Also so, weiß ich nicht, ach, wie heißt denn das hier? Kanban oder Scrum, solche Arbeitsmethoden, das ist bei uns nicht möglich. Eine Frage ist mir gerade noch in den Sinn gekommen. Wie modern seid ihr? Also im Sinne von Programmen, die ihr benutzt, von der Technik, die ihr benutzt, so wie modern würdest du dich einschätzen oder ihr euch, du euch einschätzen? So. Also so von der Technik, die ich persönlich zur Verfügung habe, ist es schon voll in Ordnung. So. Also ich habe hier einen Laptop letztes Jahr gekriegt, brandneu, kein Problem. Als ich angefangen habe, habe ich auch ein neues Gerät hingestellt bekommen. Kein Ding. Ich habe auch ein Forschungsprojekt, wo ich auch Projektleiter bin, wo wir mit KI, künstlicher Intelligenz, halt Dinge versuchen. Und da konnten wir auch entsprechend notwendige Hardware beschaffen. Das ist nicht das Problem. Okay. Aber die Vorbehalte, Neues auszuprobieren, sind, glaube ich, schon etwas größer. Also wenn man technisch spricht, sowas wie Containerisierung von Webanwendungen, das ist halt, das machen wir nicht, weil es gibt einen Hausstandard und der Hausstandard halt Windows heißt halt Windows Server. So, also wir haben eine virtuelle Maschine, da läuft Windows Server als Betriebssystem
Und darauf wird dann die Webanwendung veröffentlicht und irgendwie so halt Container, Software-Container wie Docker oder sowas, das ist halt ausgeschlossen, weil wir haben ja ein Standardsystem uns im Haus zurechtgelegt. Okay. Wobei dieses System ja wahrscheinlich mit allen anderen Systemen in der Bundesrepublik dann verknüpft sein wird, oder? Und deswegen kann man das nicht einfach ändern? Nee, tatsächlich. Also noch, sagen wir noch nicht. Ach. Ja. Nee, gut, dass du es ansprichst. Das ist auch interessant. Ja. Ja, weil aktuell ist es so, wir haben ein eigenes Rechenzentrum. Also wir haben eben entsprechend eigene Hardware, eine eigene Zentralabteilung, die sich um Netzwerk, die Server kümmert, die Bereitstellung. Und das soll, oder das war und ist bei anderen Bundesbehörden oder bei anderen Ämtern auch noch so. Aber im Rahmen der IT-Konsolidierung des Bundes soll diese ganze Infrastruktur, Technik, Personal gebündelt werden beim Informationstechnikzentrum des Bundes, beim ITZ-Bund. Maga, das klingt einfach immer so hochtrabend und so unendlich kompliziert. Ja. Oh, ich glaube, ist das, denkst du, dass das wirklich so gemacht wird, Entschuldigung für die Zwischenfrage, dass das so gemacht wird, damit der Laie das nicht versteht? Nee, ich glaube, es wird eher gemacht, damit man sagen kann, oder damit man halt was hat, was cool klingt, so, da, um sich selber, seine eigene Arbeit aufzuwerten, glaube ich. Okay. Gut. Ja. Naja, und dieses Informationstechnikzentrum Bund, das oder das ITZ-Bund, das hat halt zur Folge, dass du lokal in deiner Behörde wahrscheinlich weniger oder keine Ansprechpartner mehr hast. Die Supportzeiten sind halt langwieriger und so weiter und so fort. Ja, also der Vorteil, ein eigenes Rechenzentrum zu haben, der ist halt dann mit dieser IT-Konsolidierung halt futsch. Okay. Es ist, also, ich kann irgendwie ein bisschen nachvollziehen, dass es dich auch ein bisschen woanders hinzieht. Schon allein, also nur von der Stunde reden. Ja. Es fühlt sich so, also für mich, es fühlt sich so kompliziert an. Und so... Ich glaube, das ist mehr was so für ruhige, entspannte Menschen. Ja. Ja, also, ja, also manchmal muss man halt auch echt so seinen Kopf, ich sag mal bewusst plakativ, seinen Kopf ausschalten und einfach mit der Schulter zucken. Dann muss man halt auch die Dinge so hinnehmen, wie sie halt sind. Ja, dann ist das halt so. It is what it is. It is what it is. Ja, dann kostet er halt nochmal 400.000 Euro. Okay. Chat, übrigens, das Angebot gilt noch. Wenn ihr Fragen habt, bitte stellt sie einfach. Falls ihr jetzt Interesse habt, noch irgendwas rauszufinden über die IT-Projektleitung im öffentlichen Dienst, dann Feuer frei. Weil mein Fragenkatalog ist durch. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin nach einer Stunde zuhören, habe ich das Gefühl, ich habe gerade ein riesen Lexikon gelesen. Von der Schwere der Information. Ja, das glaube ich. Also man braucht auch echt eine Weile, um sich da zurechtzufinden, wenn man in so einer Behörde anfängt. Das ist, ja. Hast du schon mal an einem Vergabeverfahren teilgenommen? Und wenn ja, wie ist deine Meinung dazu? Ja. Ich bin, das ist ein weiteres Projekt, was ich habe. Ich soll unsere IT in eine Cloud herausschieben, weil unser Rechenzentrum nicht hinterherkommt und weil das ITZ-Bund uns auch nichts Adäquates bereitstellen kann, sollte ich eine Ausschreibung machen, um eine Cloud zu kaufen, zu mieten. Brudi, das sind Anforderungen, ey, ohne Witz.
gar keinen Bock. Okay. Also da in so einer Leistungsbeschreibung, also man fängt dann auch an, seine Leistungsbeschreibung zu machen. Und dann geht man zu seiner Beschaffungsabteilung und sagt, hier, ich rechne damit, das kostet so und so viel Euro und ich möchte das gerne ausschreiben. Und dann sagen die, oh, das ist ja jetzt doof, dann müssen wir europaweit ausschreiben, weil das so viel kostet. Und dann muss man halt anfangen, sogenannte besondere Hinweise zur Wertung, zur Ausschreibung zu schreiben. Da muss man reinschreiben, was für Leute der Dienstleister beschäftigt, welche Anforderungen man hat an diese Leute. Also man muss sagen zum Beispiel, ich möchte einen Projektleiter haben und eine Vertretung dieses Projektleiters, die mindestens so und so viele Jahre Berufserfahrung oder so und so viel erfolgreich abgeschlossene Projekte im vergleichbaren Bereich nachweisen können. Dann musst du noch reinschreiben, zum Beispiel, wenn du jemanden zur Netzwerkadministration haben möchtest, dann musst du auch reinschreiben, der muss so und so einen Berufsabschluss haben, der muss so und so viel Berufserfahrung haben und so weiter und so fort. Wenn du das halt alle für alle relevanten Positionen so gemacht hast, dann musst du auch noch gegebenenfalls begründen, warum, was es für Ausschlusskriterien gibt. Also für so eine Cloud ist es so, die Unternehmen, die sowas anbieten, die müssen nach einer Norm oder nach einem Verfahren des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie zertifiziert sein oder sie sind nach einer bestimmten ISO-Norm zertifiziert. So, und man muss begründen, in diesen besonderen Hinweisen, warum man die anderen ausschließt, die das nicht können. Wenn man dann so alle Begründungen und also auch seine Personalanforderungen muss man natürlich begründen. Also da zieht man sich halt auch irgendwas an den Haaren herbei. Ich sag's so, wie es ist. Und dann veröffentlicht man so seine Ausschreibung. Und dann geht der Spaß erst richtig los. Wenn man nämlich Pech hat, kann man nicht so genau sagen, was man haben möchte, weil man keine Erfahrung auf dem Gebiet hat. Dann stellen nämlich die ganzen Bieter Fragen. Diese Fragen versuchst du, so gut es geht, zu beantworten. Und diese beantworteten Fragen müssen dann auch allen anderen Bietern bereitgestellt werden, damit die eben halt wissen, andere haben das gefragt und damit ja, und das wurde beantwortet, damit eben halt die Mitbewerber keinen Nachteil haben, weil anderen diese Frage beantwortet wurde und sie selber einfach zu doof waren, diese Frage zu stellen. Alter, mir qualmt die Rübe. Qualmt ihr eigentlich selber die Rübe nach der Stunde? Nö. Okay. Da beschäftige ich mich ja jeden Tag damit. Das ist. Also am Ende wolltest du eigentlich nur eine Cloud mieten. Ja. Okay. Und glücklich, also wir hatten so viele Bieterfragen, dass wir uns dazu entschlossen haben, dieses Verfahren abzubrechen. Das kann man auch machen. Musste man natürlich auch wieder eine Begründung schreiben, warum das geht, warum man das macht. Und glücklicherweise hat der Bund oder eine Organisation, dem unsere Behörde angehört, einen Rahmenvertrag mit Firmen geschlossen. Also Rahmenvertrag bedeutet, man geht zu einer Firma oder zu mehreren Firmen hin und sagst, du, ich habe folgenden Bedarf und du garantierst mir, dass du das und das und das kannst und das gilt dann für 5 Jahre und so kann man eben halt solche Ausschreibungen umgehen, dass man sagt, ich mache dann jetzt einen Abruf auf diesem Rahmenvertrag, bezahle Geld und kriege genau die definierte Leistung, die da drin steht. Okay. Und glücklicherweise gibt es eben auch so einen Rahmenvertrag über die Cloud und das macht das Ganze wesentlich einfacher. Das heißt, ich konnte meine Leistungsbeschreibung zu 5 Anbietern hinsenden,
die schicken mir dann ihr Angebot. Dann macht man einen sogenannten Tischvergleich. Also man bildlich vorgestellt, man legt sich alle Angebote nebeneinander und guckt die durch, wer welches das beste Angebot abgegeben hat. Also hauptsächlich wird das über den Preis entschieden, aber man kann da auch noch ein paar verschiedene andere Kriterien dann gewichten und wählt dann am Ende des Tages so halbautomatisiert seinen Anbieter aus. Wie lange dauert so ein Verfahren? Angefangen mit der Leistungsbeschreibung für die Cloud habe ich letztes Jahr im Frühjahr. Dieses Jahr im Frühjahr haben wir uns entschlossen, eben das Verfahren abzubrechen. Und seitdem ging es eben hin und her, ob wir diesen Rahmenvertrag beigetreten sind. Da sind ja die Hausjuristen wieder involviert, ob wir welche rechtlichen Folgen das hat, ob Kosten entstehen, einfach nur, wenn wir dieser Vereinbarung oder diesem Verein beitreten. Das muss dann halt alles intern geklärt werden. Und jetzt seit anderthalb Monaten bin ich dabei, diese Angebote über diesen Rahmenvertrag. So anderthalb Jahre dauert das schon mal. Aber so, also ad hoc haben ist nichts wahrscheinlich außer ein Kugelschreiber, oder? Ja, selbst für einen Kugelschreiber gibt es einen Rahmenvertrag, ne? Da kauft dann der, also das ist halt auch sinnvoll, ne? Weil jede Bundesbehörde braucht irgendwie Kugelschreiber. Also geht, weiß nicht, das Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums hin und schließt einen Vertrag mit einem Anbieter für Kugelschreiber und sagt, ich garantiere dir, wir kaufen jedes Jahr, oder du garantierst uns, du kannst Bestellungen bis 4000 Stück pro Monat easy bearbeiten, mit einer Option um weitere 2500 pro Jahr. Also du kannst optional nochmal 200.000, 2.000 oder 2.500 Kugelschreiber mehr als diese 4.000 dann kaufen. Und dadurch bekommt der Bund halt Mengenrabatt, ja, weil es halt besonders viele sind. Und damit wird es in der Theorie günstiger für den Steuerzahler. Ich möchte kurz mal was zitieren. Kugelschreiber, jetzt kommen wir auch in eine Schiene, wo wir auch was verstehen. Stimmt. Deswegen habe ich das auch extra nochmal gefragt. Weil Kugelschreiber kennen wir alle. Ja. Okay, das ist wirklich, ich denke, also das Schöne daran ist, wir bekommen mal einen Einblick, warum nicht alles sehr schnell geht, sondern sehr lange, es bedarf ja etwas Zeit. Ja. Okay. Also es gibt halt echt einen Haufen rechtliche Vorgaben, da muss man sich halt so versuchen durchzujungeln. Und das macht es nicht immer einfacher. Weil es gibt halt auch nicht so irgendwie eine Handlungsanleitung, wo man dann Punkt für Punkt abarbeiten kann. Ne? Das ist häufig genug so, ja, Problem taucht auf, muss ich einen Juristen fragen, keine Ahnung. Und dann dauert das halt eine Weile. Und der sagt einem dann, wenn es schlecht läuft, könnte so sein. Aber das ist ein anderes Thema. Okay. Der Benzel hat gefragt, wie handhabt ihr Dokumentation intern, also dass kein Wissen mit Mitarbeitern abfließt? Ja, schwierig. Ein schwieriges Thema. Gerade weil wir eine Forschungseinrichtung sind, ist es halt immer so, dass auch in den, also ich bin halt in einer Abteilung tätig, die jetzt nicht direkt Forschung unbedingt macht, sondern eben halt sich mehr um diese Datenbereitstellung Internet kümmert. Aber bei den anderen Abteilungen weiß ich, dass das durchaus ein Problem ist, dass das Wissen abfließt, wenn die Projekte beendet sind und die Mitarbeiter gehen, weil das halt befristete Stellen sind. Oder aber auch, dass eben halt Wissen einfach so in der Versenkung verschwindet, weil eben Projekte beendet sind und dann ist der Abschlussbericht geschrieben und dieser Abschlussbericht oder die Ergebnisse werden nie wieder angeguckt. Das ist ein Problem. Eine Lösung dafür ist schwierig, aber man versucht da gerade intern ein Datenmanagementsystem aufzubauen, in dem man dort eben halt solche Ergebnisse oder Wissen hinterlegt und durchsuchbar macht. Aber das ist auch sehr komplex. Okay. Und für alles so, was halt wirklich
wichtig ist, also was veraktungswürdig ist, also wieder ein toller Fachbegriff, gibt es ein elektronisches Vorgangsinformationssystem. Kurz Bezeichnung ELVIS. Diese Bezeichnung schon. Ja. Also, habt ihr in diesem System, also ich muss das einfach fragen, weil ich habe, ich glaube 2012, 2011 im Landesvermessungsamt gearbeitet. Sind die Oberflächen immer noch so altbacken? Oder ist in das Sachsen, schon? In Sachsen glaube ich ja. Okay. Also ich habe gerade eine Internetanwendung in meiner Behörde entwickelt, die ist moderner geworden, deutlich. Also als ich da angekommen bin, habe ich mich auch erschrocken, wie diese Karteneinbindung im Internet aussieht. Oder auch wie die Recherche, das Recherchetool nach diesen Daten oder nach diesen Karten aussieht. Es ist besser geworden, aber da gibt es halt wie überall solche Beispiele und solche Beispiele. Das ist, glaube ich, sehr durchmischt. Ich habe eine witzige Anekdote dazu. Ich hatte mein Praktikum habe ich gemacht im Landesvermessungsamt und die Kollegen hatten damals Schwierigkeiten, ihre großen Datensätze einzulesen, weil aus dem, oh Gott, wie heißt dieses Vermessungsgerät noch? Oh, zum Tachymeter? Tachymeter, genau. Die haben dort immer Textdateien rausgekriegt, aber die waren nicht im richtigen Format, dass das Computersystem das auslesen konnte. Und ich habe eine C++-Anwendung geschrieben damals, die das gemacht hat. Also sie hat einfach nur die Textdatei eingelesen und das richtig hingemodelt. Und sie haben sich noch einen Arsch gefreut damals. Und ich denke mir so, warum zum Kuckuck ist das nicht im System drin? So? Weil die handhaben halt einfach mal so 10.000 Messpunkte und die haben das wirklich alles händisch gemacht. Ja. Ja. Oh. Also, wundert mich nicht. Also, das war wirklich ganz kurios. Also, die sind wirklich da reingegangen in das Ding und haben immer Leerzeichen gedrückt und Tab und so, dass das alles passte. Und ich dann so in meinem jugendlichen Leichtsinn so, Mitte 20, ich so, sag mal, habt ihr alle ein Ei auf dem Dach? Sag mal, ihr könnt euch hier nicht hinsetzen und 10.000. Doch, doch, das machen wir so. Da hast du aber auch einfach 3 Tage dran gesessen, um die Sachen dann ins System zu kriegen. Das war schon sehr krass. Ja, also das ist auch so ein Ding, das ist, glaube ich, ein Problem des öffentlichen Dienstes, das daher kommt, dass da in der Vergangenheit nicht unbedingt immer eine Verjüngung der Belegschaft stattgefunden hat. Ja, ja. Also das ist so halt so, ja, das haben wir schon immer so gemacht, warum sollen wir das ändern? So, das kommt so ein bisschen aus der Schiene, aber auch, weil die Leute das unter Umständen nicht wissen, dass es besser, anders und einfacher geht. Das ist so schade, oder? Mit den Mitteln, die Absolut. Wir heute haben? Vor allen Dingen, du musst dir das mal vorstellen, ja? Da wird das Geld von uns allen in solchen hirnlosen Tätigkeiten verbrannt. Darüber möchte ich nicht nachdenken. Ist vielleicht auch besser, ja? Ja. Ich habe sehr gerne so einen hohen Prozentsatz Steuern gezahlt. Sehr gerne. Ich auch. Ja. Habe ich wirklich. Und mache ich auch immer noch gerne. Ich möchte darüber nicht nachdenken, weil sonst verbittert man irgendwann, glaube ich. Mhm. Und dann wird man sauer. Aber du siehst das ja jeden Tag, Mensch. Ja. Wir können ja sogar sagen, wir bezahlen dich ja sogar auch. Das ist richtig, ja. Chat, ihr habt das erste Mal sprechen mit jemandem im Job-Talk, den ihr angestellt habt. Wie fühlt sich das an, mal Chef zu sein? Der Benzel hat noch was gefragt. Was hältst du von der Forderung, die Daten über Open Data für alle Bürger zur Verfügung zu stellen? Warum wird das nicht so automatisch gemacht? Ja, ich habe die Frage auch schon gelesen. Und ich persönlich finde das super, weil ich denke, die Daten, der Code, die Anwendung, die sind von der Allgemeinheit bezahlt worden, dann kann man das auch der Allgemeinheit zur Verfügung stellen.
Also gerade irgendwelche Vermessungsdaten oder so. Das passiert aktuell immer mehr, dass die gerade die Vermessungsdaten öffentlich werden und Open Data werden. Genau, Forschungsdaten und Messdaten auch. Eben dieses Gesetz, was ich vorhin mal erwähnt habe, das hat das auch zum Ziel. Da müssen staatliche Institutionen, die solche Messdaten erhoben haben, die müssen die spätestens 6 Monate nach Abschluss dieser Untersuchung, also wenn der letzte Bericht geschrieben ist, müssen diese Daten öffentlich verfügbar sein, zum Download verfügbar sein. Das ist ein sehr großer Fortschritt. Es gibt auch ja auch Open Data Gesetze, die dann auch leider nicht auf nur auf bestimmte Datensätze sich beziehen, aber es gibt auch ein Datennutzungsgesetz. Ich weiß nicht, ob das schon beschlossen ist oder ob das noch kommt, was im Prinzip auch sagt, alle Daten, die erhoben wurden aus staatlichen Mitteln, müssen, sobald sie fertig erhoben worden sind, nach draußen gebracht werden. Im Forschungskontext ist das noch ein bisschen, gibt es da noch ein bisschen mehr Diskussion dazu, weil die Forschenden sagen, naja, ich habe diese Daten erhoben, da hängt meine Promotion, meine Dissertation, mein wissenschaftliches Paper, meine Veröffentlichung da dran. Warum sollte ich die Daten veröffentlichen? Am Ende des Tages ist jemand anders schneller. Aber so wie ich das sehe oder wie ich das verstanden habe, interessiert das den Gesetzgeber nicht mehr so richtig. Sondern setzt quasi die Wissenschaftler da so auch so ein bisschen unter Druck, mit ihren Ergebnissen schneller zum Ziel zu kommen, damit eben diese Daten frei werden, damit auch andere was davon haben, auch gute Forschungsergebnisse publizieren können. Genau. Ja, da Benzel. Und ein Portal, wo man alles finden kann, bei 16 Bundesländern und verschiedensten Bundesbehörden. Uff, das ist schon ein Abstimmungsaufwand, da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Uff. Also ich meine, wenn du bei dir in der Behörde schon Schwierigkeiten hast, naja, wie soll das denn funktionieren? Ja. Also es wird auch, das kann doch nur mit gesetzlichem Beschluss stattfinden, oder nicht? Genau. Also also ich fände es schön, wenn das auch freiwillig passieren würde und man da pragmatische Lösungen findet, aber es gibt halt leider auch sogenannte Reichsbedenkenträger, ja. Also die sehen dann in allem ein Problem und es wird dann halt. Deswegen dauert das halt dann auch so lange, ne? Sind diese, ich sag mal, öffentlichen Dienstjobs, sterben die aus? Also kommt Nachwuchs rein? Oder wärst du mit 32 so der Jüngste? Nee, ich bin nicht mehr der Jüngste. Vor 2 Jahren war ich noch der Jüngste. Oder so? Ja, doch, vor 2 Jahren war ich sogar noch der Jüngste. Nee, das stirbt nicht aus, aber es wird zusehends schwieriger. Also wir haben gerade 2 Jahre lang vergeblich versucht, eine dauerhafte Stelle, also wirklich eine unbefristete Stelle, Entgeltgruppe 14, jemanden zu finden. Es hat sich keiner beworben. Es war niemand Geeignetes zu finden. Okay, warte, das hört sich, das ist aber wieder was anderes. Ja. Ja, also da haben sich teilweise Leute beworben, die halt wirklich vollkommen fachfremd sind. Also es gibt in solchen Ausschreibungen ja sogenannte Muss-Kriterien und Kann-Kriterien. Ja. Und manch einer hat nicht mal ein Muss-Kriterium getroffen. Das ist halt schwierig. Aber woran liegt das denn? Also ist das so der Bildungsgrad der Gesellschaft oder sind die Leute einfach zu, ja weiß ich nicht, zu doof, zu dumm? Weiß ich nicht. Ich glaube, auch ein Großteil wird halt einfach zu schlecht bezahlt. Also wir haben auch E12-Stellen ausgeschrieben, da findet man noch weniger Leute. Einfach, weil es halt eine E12-Stelle ist. So, das ist halt, jetzt müsste ich auch nachgucken, wie viel man da bekommt.
Aber ich denke, das sind halt einfach Dinge, wo der öffentliche Dienst einfach ein bisschen auch mehr Geld in die Hand nehmen sollte. Die meisten schreiben auch im Chat, dass es in der freien Wirtschaft mehr gibt. Na, das ist, denke ich, einer der Hauptgründe. Ja, aber warum kommt man denn nicht auf den Trichter, da sein Gehalt mal anzupassen, wenn man diese Position füllen möchte? Ja, da sind wir dann bei den Tarifverhandlungen zwischen Verdi und der Tarifgemeinschaft der Länder. Okay, stimmt. Da hängt ja noch ein bisschen mehr dahinter. Alles klar, ja. Und auch wenn man da so in Reddit guckt, ist die Belegschaft da auch nicht so zufrieden mit dem, was Verdi da ausgehandelt hat. Also die Leute, die schon da sind, sind halt nicht damit zufrieden, ne? Also das ist dann wohl eher der Nachteil des öffentlichen Dienstes quasi, wenn man so einen Job bekleidet. Ja. Also ich meine, dafür hast du aber auch safe. So ist es. Okay, also das ist quasi, das wiegt sich dann sozusagen auf, dass du deinen Job, sag ich mal in Anführungsstrichen, safe hast bis zum Ende deines Lebens. Dafür verdienst du aber ein bisschen weniger. Genau. Okay. Naja, also im Grunde genommen ist das doch, also es tut mir wirklich leid, aber es ist viel Däumchen drehen für Geld. Also es gibt halt auch Kollegen, die werden halt mit Arbeit zugeschmissen. Ja. Und wenn man selber sagt so hier, nee, sie haben schon genug. Okay, dann halt nicht. Okay. Also ich denke auch, das ist ja abhängig davon, was deine Position ist. Also ich glaube, das kannst du ja so nicht verallgemeinern. Ja. Das geht ja nicht. Also kannst ja jetzt nicht sagen, jeder Beamte oder öffentliche Dienstler macht den ganzen Tag nichts. Das stimmt ja so auch nicht. Ja, genau. Ja, natürlich. Man hat aber die Freiheit zu sagen, um 16 Uhr legt man halt den Kugelschreiber hin. Genau. Ja. Okay. Ist schon sehr interessant. Also, wenn man sich jetzt mal so deinen Werdegang anguckt von, ich sag mal, Wissbegieriger und ich will rausgehen zu, ich habe Telefonmeetings den ganzen Tag. Ist das schon interessant. Du bist 32, also mal gucken, was da noch kommt. Ja, ich bin gespannt. Also, wie gesagt, ich hätte halt Bock, halt nochmal auch eher in halt so richtig IT einzusteigen. Das, was ich jetzt hier so gelernt habe und gemacht habe, das ist ja von einem richtigen Informatikstudium doch schon weiter entfernt. Aber in die Richtung hätte ich Bock, mich zu entwickeln, aber auch ja, vielleicht in die ursprüngliche Richtung hätte ich auch Lust. Aber da ist dann eben halt, da kommt halt dann die Krux dazu, so Vermessung, Geodäsie ist halt nicht, ist kein Allerweltsjob, gibt es nicht so viele von und ist halt auch nicht so gut bezahlt. Ne? Ja. Ist quasi ein Dilemma, in dem du dich da bewegst. Ich fand es aber trotzdem sehr interessant, da mal reinzugucken, um Verständnis dafür zu kriegen, wie die Zahnräder ineinander greifen bei euch. Wie komplex das ist. Also ich meine, wir lachen ja immer, also ich sag mal so, häufig lacht ja die Öffentlichkeit ein bisschen darüber. Man hat aber wenig einen Einblick, wenn man nicht wirklich sehr tief gräbt so. Und hier hat man das ja mal aus erster Hand mehr oder weniger gehört und das ist schon sehr erschreckend. Also sowohl positiv als auch negativ erschreckend. Ja. Hast du eine 41-Stunden-Arbeitswoche? 39. 39, okay. 41 wären es als Beamter. Ah, okay, gut. Also Chat, ich würde euch trotzdem jetzt noch mal kurz die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, weil ich habe jetzt keine. Und wie immer, für den Gast, ich möchte dir natürlich, Trivivus, auch noch mal die Möglichkeit geben, am Ende vielleicht ein, zwei Worte loszuwerden an die Menschen da draußen. Weil ich würde mich jetzt hier persönlich dann ausklinken, weil meine Fragen habe ich alle gestellt. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du da warst und mal davon berichtet hast, wie so dein Werdegang war und wie es so im
ja, ich sag mal, als Projekt, IT-Projektleiter im öffentlichen Dienst ist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und einen Einblick geben konnte. Im öffentlichen Dienst ist es nicht nur Däumchen drehen, es ist auch ab und zu mal stressig. Und ansonsten, ja, öffentlicher Dienst ist für Leute gemacht, die es gerne sicher mögen, die vielleicht auch nicht so unbedingt viel, also die halt damit leben können, weniger als in der Wirtschaft zu verdienen, aber dafür halt die Sicherheit haben. Alright. Dann würde ich dir auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntag wünschen. Ich glaube, morgen ist frei, wenn ich mich richtig entsinne. Mhm. Ja, morgen musst du nicht arbeiten. Jo. Gönn dir. Also du musst ja auch dein E-Mail-Postfach nicht öffnen. Ja, Gott sei Dank. Okay. Ja. Hier kam noch eine Frage rein von Eria, die würde ich gerne nochmal einschmeißen. Wäre eine Lösung, einfach alles auf Projektbasis aus der Wirtschaft zu kaufen? Es wäre eine einfache Lösung, aber das wirft neue Probleme auf. Also, was hilft es mir, für alles eine Lösung zu kaufen, wenn ich die Lösung nicht verstehe? Ja, also, das passiert dann nämlich, dass man ja quasi ein Problem hat, man weiß nicht, wie man das lösen soll und wirft halt einen Haufen Geld für irgendwelche Beratungsfirmen raus, kauft Software, die gegebenenfalls überdimensioniert ist, weil man nicht beurteilen kann, ob das ist, was ich brauche. Ja, dass man erstmal was hat und nicht mehr, ja, so ein Provisorium, Eria, ist länger da, als man denkt. Das mit dem, ne, also, dass man erstmal was hat, um wenigstens arbeitsfähig zu sein. Gute Idee, pragmatische Idee, ja, da gebe ich dir vollkommen recht, aber es ist dann leider doch irgendwie die Dauerlösung. Wunderbar. Vielen Dank. Viel Spaß beim Stream noch. Dankeschön. Ich wünsche dir einen unglaublich schönen Sonntag und vielen, vielen lieben Dank, dass du dich quasi hier bereitgestellt hast, um vorbeizukommen und zu quatschen. Das war sehr, sehr schön. Gerne. Ich hatte auch viel Spaß. Cool. Ich hoffe, die Nervosität ist flöten gegangen währenddessen. Absolut. Geil. Ey, dann lass dir gut gehen und genieß deinen Sonntag mit deiner Freundin und hab einen schönen Tag. Das werden wir. Startet schön auch in die viel Woche. Spaß. Tschüss. Jo. Ciao. Okay. Also das war wirklich sehr interessant. Für mich wirklich einiges dabei, was mir auch meinen Kopf gesprengt hat, so von der Komplexität her. Sehr interessant, das mal zu hören. Also meins persönlich wäre es, glaube ich, nicht, muss ich sagen. Aber vielleicht den einen oder anderen, vielleicht interessiert euch das ja, dass ihr da mal reindivet in die Thematik. Ich meine, Stellen werden ja gesucht.